Herzlich willkommen. Ja, falls Sie zu Hause einen Hund haben oder eine Katze oder einen Goldfisch, dann haben Sie sich bestimmt schon gefragt, was Ihr Tier wohl denkt über Sie, über die Welt und über sich selbst. Und ob das Tier überhaupt denkt, so ganz ohne Sprache. Oder haben Tiere eine Sprache, nur eine ganz andere? Über all das werde ich heute reden, und zwar mit einem ganz besonders klugen Tier, nämlich mit einem Menschen, ja sogar mit einem Philosophieprofessor. Herzlich willkommen, Hans-Johann Glock. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ist der Mensch denn wirklich das klügste Tier auf Erden oder machen wir uns selbst da etwas vor? Ja, wir sind das klügste Tier auf Erden. Okay. Und zwar unabhängig davon, wie man jetzt Klugheit auffasst. Ob man das als bloße Intelligenz auffasst oder als Einsicht in die kausalen Zusammenhänge oder als Vernunft, die Fähigkeit, über unsere Ziele nachzudenken. In allen drei Sparten stechen wir die Tiere klar aus. Mhm. Gibt es nicht auch eine Fähigkeit, wo die Tiere uns überlegen sind? Das gibt es doch auch. Sicherlich. Natürlich gibt es körperliche Fähigkeiten, in denen sie uns überlegen sind. Es gibt auch bestimmte mentale Fähigkeiten, in denen sie besser abschneiden. Also bestimmte Affenarten können bei ganz einfachen Computerspielen, wo sie zum Beispiel Zahlen in einer Reihenfolge abtasten müssen, schneller agieren als wir. Also sie erkennen schneller, dass die 4 da oben ist, bumm, 5, 6, 7. Mhm. Natürlich erst, nachdem man ihnen diese Zahlen ganz mühevoll beigebracht hat. Mhm. Interessant. Was würden Sie denn sagen, ist eigentlich das, was den Menschen ausmacht und ihn unterscheidet von allen anderen Tieren? Was ganz wichtig ist, wir sollten den Blick auf menschliche Gemeinschaften werfen und die mit tierischen Gemeinschaften vergleichen. Und da werden wir feststellen, dass menschliche Gemeinschaften einzigartig sind. Also schauen Sie sich mal nur hier um. Ja? Was wir hier veranstalten, das ist nun wirklich eine Liga über allem, was wir auch bei den komplexesten Tiergemeinschaften finden. Mhm. Und ich denke, dass wir eine einmalige Kombination von Fähigkeiten aufweisen. Wir haben eine Einsicht in kausale Zusammenhänge. Wir haben also kausale Zusammenhänge heißt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich dieses Glas hier fallen lasse, dann geht es kaputt. Und es ist deswegen, weil ich es fallen gelassen habe. Also Ursache-Wirkungszusammenhänge. Genau. Also wir lernen nicht nur durch Versuch und Irrtum, sondern wir gewinnen auch Einsichten in tiefere Zusammenhänge. Mhm. Kann ich das vielleicht mal einem Beispiel? Ja, klar. Es gibt die Drap-Tube-Task. Da haben Sie einen durchsichtigen Plastikzylinder. Der ist an beiden Enden verschlossen, aber nach unten gibt es eine Öffnung. Ja. Jetzt wird am einen Ende, sagen wir hier, eine Erdnuss platziert. Wenn Sie das einem Kapuzineräffchen geben, ja, dann schüttelt der wild hin und her, bis dann die Erdnuss zufällig rausfällt. Mhm. Wenn er das mal erkannt hat, dann hat er gelernt, wie das geht. Während Schimpansen und wir schauen uns die Anordnung einmal an, schwupp, und die Sache ist sprichwörtlich gegessen. Das heißt, wir können vorhersehen, weil wir eine Einsicht haben in kausale Zusammenhänge, was passieren wird, ohne es vorher schon langwierig auszuprobieren. Aber auch ein Vorstellungsvermögen, Imagination, dass wir uns das im Kopf schon vorstellen, was passiert mit dieser Erdnuss, und dann machen wir es. Das ist richtig. Also Vorhersage beinhaltet immer auch das Vorstellen von verschiedenen Optionen und verschiedenen Möglichkeiten, wie sich eine Sache entwickeln kann. Jetzt, Sie sind ja Philosoph, haben sich lange intensiv mit dem menschlichen Denken auseinandergesetzt, mit der Sprache, mit dem menschlichen Bewusstsein und jetzt seit einigen Jahren auch intensiv mit dem Denken und dem Bewusstsein von Tieren. Wie kommen Sie eigentlich als Philosoph dazu, über den Geist der Tiere zu forschen? Ja, viele Zuschauerinnen werden erwarten, dass das durch eine persönliche Beziehung geschehen ist, also durch eine Beziehung zu Haustieren. Dem ist aber nicht so. Wir hatten zwar als Kinder die handelsüblichen Hamster, die haben wir dann aber mit den besten Absichten durch Fütterung von Schokolade vergiftet. Und daraufhin haben unsere Eltern beschlossen, dass Tiere zu wertvoll sind, um auf dem Altar unserer Aufmerksamkeiten geopfert zu werden. Okay. Von daher ist mein Zugang eher intellektueller Nämlich? Natur.
Was war die Frage, die Sie am Ursprung umgetrieben hat? Also zunächst sollte ich sagen, dass ich einerseits an der Frage interessiert bin, weil ich schon immer mich für Biologie begeistert habe und dieses Interesse an Evolutionstheorie und Verhaltensforschung ist mir geblieben. Andererseits besteht natürlich der Zugang durch die Philosophie. Also ich bin innerhalb der analytischen Philosophie sozialisiert worden, besonders durch die Auseinandersetzung mit Wittgenstein. Und in dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein, genau. Jawohl. Und in dieser Tradition kommt der Sprache eine ganz besondere Bedeutung zu. Nicht nur zeichnet sie uns Menschen aus, sondern sie gilt als Voraussetzung des Denkens. Von daher habe ich ursprünglich dazu geneigt, Tieren allenfalls ganz einfache mentale Fähigkeiten zuzuschreiben und zu bestreiten, dass sie denken können. Als ich dann aber ein Buch über den amerikanischen Philosophen Donald Davidson geschrieben habe, der genau diese Meinung ganz ausführlich vertritt, da haben mir seine Argumente einfach nicht eingeleuchtet. Und von daher bin ich dann zu der allgemeineren Frage gekommen, haben Tiere überhaupt einen Geist? Und wie muss man überhaupt Begriffe wie Geist, Denken, Wahrnehmen, Bewusstsein fassen? Nehmen wir mal so einen ganz konkreten Prüfstein, ein ganz seltsames Tier, auf das ich gestoßen bin in der Vorbereitung auf diese Sendung, nämlich Kraken. Ich habe auf Netflix die Dokumentation gesehen, Mein Lehrer, der Krake, und war verblüfft, wie intelligent diese Wesen sind, obwohl sie uns genetisch und körperlich so fremd sind. Also sie können sich tarnen, sie können Dinge nachmachen, sie können sich sogar verkleiden, ihre Farbe in Sekundenschnelle ändern. Und das Nervensystem verteilt sich irgendwie über den ganzen Körper wie ein riesiges Gehirn. Man fragt sich unwillkürlich, was geht in so einem Kraken vor? Was denkt er? Was fühlt er? Kann man das wissen? Ja, ich war auch von diesem Film sehr beeindruckt. Er zeigt, dass Kraken nicht nur hochintelligent sind, sondern auch neugierig. Mhm. Die wollen etwas lernen. Und obwohl sie eigentlich eher solitäre Lebewesen sind, sind sie auch in der Lage, mit Menschen zu interagieren. Die Frage, was in einem Kraken vor sich geht, die halte ich in gewisser Weise für irreführend. Wir neigen dazu, wenn wir vom intelligenten Verhalten von Tieren beeindruckt sind, ihnen so eine Sprechblase anzudichten, wie im Comicstrip. Und dann kommen wir sehr in Verlegenheit, wenn es darum geht, wie wollen wir jetzt diese Sprechblase ausfüllen. Ja? Sprachliche Sätze scheinen nicht tauglich, Bilder scheinen auch nicht tauglich bei Lebewesen, die ganz anders zum Beispiel sehen als wir. Und ich denke, wir sollten diese ganze Denkblasenkonzeption aufgeben. Ja? Und anstatt zu fragen, was geht jetzt in dieser Denkblase vor sich, während sich das Tier intelligent verhält, sollten wir vielmehr fragen, was kann das Tier, in welchen Situationen reagiert es wie? Und wir dürfen das durchaus mit mentalistischen Ausdrücken beschreiben. Ja? Also die Krake denkt, dass sie wieder ins Wasser zurück muss und der Hai auf sie wartet zum Beispiel. Sie versucht, den Hai zu täuschen etc. Aber wir sollten nicht denken, dass da unbedingt ein Begleittext im Geist stattfinden muss. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Aber wir erleben doch bewusst etwas. Wir haben Angst vor etwas oder ja. Wir vermuten etwas. Wir wünschen uns etwas und so. Und das sind doch Dinge, die hier im Geist ablaufen, währenddem wir uns in der Welt bewegen und verhalten. Ich würde ganz einfach sagen, ja, wir haben Angst, wir vermuten etwas, wir wünschen etwas. Aber dieses Wünschen besteht nicht unbedingt darin, dass parallel zu unserem Verhalten ein innerer Text abläuft. Also ich wäre völlig aufgeschmissen, wenn ich jetzt in diesem Interview alles, was ich sage, vorher aus meiner inneren Denkblase ablesen müsste und Ihnen dann präsentieren. So geht das nicht. Wir machen uns das, was wir denken, eigentlich erst im Nachhinein über Sprache bewusst. Dann dachte ich, das ist nun aber mal eine schräge Frage. Aber das ist in dem Moment, in dem ich auf diese Frage vielleicht etwas zurückhaltend oder pikiert reagiert habe, nichts, was mir bewusst durch den Kopf geschossen wäre.
Aber es gibt doch auch diese Momente, wo wir sozusagen gedankenversunken etwas vor unserem inneren Geist sprechen oder so, diese innere Stimme. Bei uns Menschen zum Beispiel. Das gibt es sicherlich, aber das ist doch eher schon eher die Ausnahme, und das ist dann sozusagen das Top-End des Denkens. Ja? Also wenn ich mir überlege, wie genau formuliere ich jetzt dieses Argument für die Schlussfolgerung, dass Tiere denken können, weil sie wahrnehmen können. Dann überlege ich mir das ganz genau, wobei bei mir jedenfalls das oft auch auf dem Papier oder auch über die Tastatur geschieht. Aber es scheint ein starkes Bedürfnis zu sein, zumindest von mir, zu wissen, wie es sich anfühlt, so ein anderes Wesen zu sein. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel der Fledermaus des US-amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, der gesagt hat, wie ist es eigentlich, so eine Fledermaus zu sein, sich mit Echolot im Raum zu bewegen, diesen Körper zu haben, sich so und so fortzupflanzen, so zu kommunizieren. Das scheint doch irgendwie ein Bedürfnis zu sein, wenn man irgendwie davon ausgeht, das ist nicht nur bloßes Verhalten, kein Automat, so eine Fledermaus, sondern es ist ein Lebewesen mit Gefühlen, mit Bewusstsein letztlich. Ja, ich würde da völlig zustimmen. Nur gerade beim Thema Bewusstsein, dass also so viele, nicht nur Philosophinnen, sondern auch Kognitionswissenschaftler in Wallung versetzt, da wäre ich sehr dafür, den Ball flach zu halten. Also erstmal, wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Ich glaube nicht, dass das eine gute Frage ist. Oder wenn es eine gute Frage ist, dann würde ich sagen, wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Gar nicht. Es gibt kein Hintergrundgefühl, dass das Fledermaussein ständig begleitet. Okay, dann kann man sagen, wie fühlt es sich für eine Fledermaus an, eine Mücke zu essen? Das halte ich für eine sehr viel bessere Frage. Danke. Und ich denke, dass die Antwort oft lautet schmackhaft. Das kann man daraus ableiten, dass A, natürlich diese Mücke für die Verdauung der Fledermaus geeignet ist, dass B, ihr Geschmackssinn auf Mücken eingerichtet ist, dass sie C dann zum Beispiel aufhört, weiter nach Beute zu suchen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Ausdrücke, nicht nur im Verhalten, sondern auch in den Ausdrücken und in der Haltung von Fledermäusen. Das ist bei Fledermäusen für uns Menschen relativ schwierig festzustellen, aber wenn es zu Hunden oder Menschenaffen kommt, haben wir überhaupt kein Problem festzustellen, dass dem Schimpansen zum Beispiel die Traube schmeckt und dass ihm die Traube besser schmeckt als die Gurke. Ein Gemüse, auf das wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen werden. Und da würde ich sagen, selbstverständlich besitzen Fledermäuse sowas wie Empfindung, wie Wahrnehmung. Und wir können diese Wahrnehmungen und diese Empfindungen dadurch feststellen, dass wir feststellen, über was für Sinnesorgane verfügen sie, über was für ein Gehirn, wie können sie sich verhalten und auch, wie gesagt, den Zugang über die Art und Weise, wie sie uns anschauen. Ja, ich meine, das ist ja bei diesem Kraken so erstaunlich auch. Also, dass der hat ganz andere Sinnesorgane, als wir das haben, ganz anderen Aufbau des Körpers im Gegensatz zu einem Hund oder zu einem Menschenaffen, wo wir eher das Gefühl haben, wir haben ungefähr eine Vorstellung, wie das ist. Und auch interessant finde ich, wenn man schaut auf den Stammbaum der Evolution, sind diese Kraken ganz früh schon auf einen anderen Ast gegangen als wir dann. Und trotzdem haben sie eine ähnliche Intelligenz ausgebildet. Warum denn? Ja, also ich möchte erst mal die Frage erörtern, inwiefern diese Intelligenz ähnlich ist. Es handelt sich zweifellos um eine hohe Form von Intelligenz, aber sie ist natürlich in verschiedener Hinsicht doch von der unseren sehr verschieden, denn die Krake hat zum Beispiel 2/3 ihrer Nervenzellen in den Tentakeln. Die denkt sozusagen mit den Händen. Also Nervenzellen, Neuronen, die wir im Gehirn haben, haben die in den Tentakeln. 2/3 davon, ja. Und diese Neuronen in den Tentakeln, die nehmen auch unabhängig von der Zentrale wahr und die
bewegen auch die Tentakel unabhängig von der Zentrale. Also wie gesagt, die denken mit den Händen, das ist die Form von taktiler oder motorischer Intelligenz, die ich bei mir selbst im Alltag oft schmerzlich vermisse. Die aber zum Beispiel Klavierspieler haben, wo sie die Hand das Richtige tut, aber der Geist gar nicht dabei ist. Das ist völlig richtig. Nur die Klavierspieler tun das, weil sie eben mit dem zentralen Nervensystem besonders gut vernetzt sind. Ja? Es gibt keine Neuronen in der Hand, die jetzt hier bei der Appassionata die Fäden zieht. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, insofern ist es schon richtig, was über die Kraken oft gesagt wird. Sie sind das plausibelste Beispiel für einen intelligenten Alien, auf das wir auf diesem Planeten stoßen können. Also dieses ganz Fremde. Wie würden Sie Intelligenz überhaupt definieren? Wie ist das definiert? Ja gut, es gibt eine abgedroschene Definition von Intelligenz, wonach Intelligenz einfach das ist, was der IQ-Test misst. Ja. Der Intelligenztest. Ja, okay. Genau. Mhm. Nun, das halte ich nicht für besonders zielführend, allzumal wenn wir von Tieren handeln, weil ein normaler Intelligenztest hat auch immer eine sprachliche Komponente. Und die ist natürlich auf die allermeisten Tiere überhaupt nicht anwendbar. Ich würde Intelligenz eher definieren als die Fähigkeit, auch ganz neuartige Probleme flexibel zu lösen. Mhm. Und zwar nicht nur durch Konditionierung, sondern zumindest auch durch Versuch und Irrtum und durch den Versuch, die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen. Okay. Es ist ja so, dieses flexible, kreative Problemlösungsverhalten, das findet man bei einigen Tieren, etwa auch bei Raben zum Beispiel, die dann irgendwie sogar ein Werkzeug gebrauchen, um an ein Futterstück zu kommen. Und wir schauen uns dazu mal einen kurzen Beitrag an. Man sieht, hier hat zwei Äste zur Verfügung. Man muss eine Made oder dieses Stück Futter kriegen. Und also meine zweijährige Tochter würde kläglich scheitern an diesem Versuch, glaube ich. Mal sehen, ob er es schafft. Das war der Falsche, doch ein. Jetzt greift er ihn näher, damit er mir weiter weg. Zieht ihn ran. Das ist ganz schön beeindruckend, also diese Fertigkeit auch. Nee? Nochmal. Die will nicht. Warum nur? Ja. Ganz schön beeindruckend, oder? Ja, ich denke, dass wir hier gesehen haben, dass eine traditionelle Vorstellung zu einem Alleinerkennungsmerkmal des Menschen nicht stimmt. Also wir sind nicht die Einzigen, die Werkzeuge gebrauchen oder auch nur herstellen. Das hat Jane Goodall schon 1961 festgestellt. Die hat entdeckt, dass Schimpansen sich Zweige abbrechen und die dann auch zurechtrichten, um mit ihnen nach Termiten fischen zu können. Mhm. Und daraufhin hat ihr damaliger Arbeitgeber Leakey gesagt, jetzt müssen wir entweder den Begriff des Werkzeugs umdefinieren oder den Begriff des Menschen oder wir müssen zugestehen, dass Schimpansen auch Menschen sind, weil sie nämlich diese angebliche, nur den Menschen zukommende Fähigkeit besitzen. Mhm. Und dann war klar, irgendwie, der Werkzeuggebrauch ist nicht das, was uns menschlich macht. Noch nicht mal die Produktion von Werkzeugen. Ja. Denn da gibt es also auch noch ganz viele beeindruckendere Beispiele, wie Tiere zum Teil Gegenstände so manipulieren, damit sie über diese Gegenstände dann andere Gegenstände manipulieren können. Mhm. Ja. Ich möchte noch mal ganz vorne anfangen. Also bei dieser Krake oder bei der Fledermaus und der Frage, wie fühlt es sich an, so ein Wesen zu sein, was erleben diese Tiere? Da gibt es ja auch weniger komplexe Tiere. Also nehmen wir eine Amöbe oder eine Ameise oder einen Wurm, wo man sich diese Frage natürlich auch stellen kann. Und dann fragt sich, gibt es irgendeinen Grad von Komplexität, wo plötzlich das Licht angeht im Inneren dieses Wesens und das Schmerzen empfindet zum Beispiel oder etwas bewusst erlebt. Eine Pflanze würde man ja sagen, vermutlich eher nicht. Ja, das ist eine wirklich ausgesprochen schwierige Frage. Das ist auch eine Frage, die mich
an diesem ganzen Themenkomplex fasziniert. Also wenn man vom Geist der Tiere spricht, dann kommt man schnell zu so einem, zu so einer Art Wippeneffekt. Ja? Entweder man gesteht ihnen gar nichts zu, dann müsste man zum Schluss sagen, ach ja, auch Schimpansen können nicht wahrnehmen, auch Schimpansen, denn sie können nicht denken, dass da eine Banane ist, auch Schimpansen können keinen Schmerz empfinden. Also diese Position gibt es tatsächlich. Auch heute noch vertreten? Ja, sicherlich. Zum Beispiel Robert Brandom und Peter Sellers, die haben solche Positionen vertreten. Auf der anderen Seite gibt es dann auch, die Wippe kann auch umkippen, ja, wenn man sagt, aber selbstverständlich können Schimpansen denken, können wahrnehmen. Aber wenn Schimpansen, warum dann nicht auch Hunde? Wenn Hunde, warum dann nicht auch Kraken? Wenn Kraken, warum nicht auch Quallen? Wenn Quallen, warum nicht auch Amöben? Also wo zieht man die Grenze? Was ist das Kriterium? Ja. Und da würde ich immer noch im Geiste Wittgensteins sagen, es gibt keine scharfe Grenze. Ja. Und die Frage, wann das Licht angeht, das ist kein digitales Phänomen. Es ist nicht so, dass plötzlich der Schalter umgelegt wird, sondern ich denke, es gibt so eine graduelle Verschiebung von dem bloßen Empfinden von schädlichen Reizen zum Empfinden von Schmerzen. Und die können wir zum Teil daran festmachen, dass bestimmte Tiere, komplexere Tiere, nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, sondern in ihrer ganzen Befindlichkeit auch betroffen sind. Ja, ja, zum Beispiel selbst bei der Krake, die jetzt kein wunderbares Beispiel ist, aber weil sie so fremd ist in vielerlei Beziehung, hat man ja gesehen, nachdem der Hai ihr einen halben Tentakel abgebissen hat und sie also nur um Haaresbreite mit dem Leben davon kam, hat sie sich zurückgezogen in ihr Schlupfloch. Die Farbe hat sich völlig verändert. Sie war völlig apathisch. Ja? Und da können wir sagen, also, das ist dann nichts mehr, was man jetzt mit der unmittelbaren Reaktion auf den Hai in Verbindung bringen könnte, sondern der Umstand, dass sie schwer verletzt worden ist, den empfindet sie offensichtlich auf eine bestimmte Weise, die ihre ganze Beziehung zur Umwelt verändert. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ganz unabhängig von den Anzeichen, die wir bei Wirbeltieren, besonders bei Säugetieren, für Schmerzen haben. Und die natürlich auch ganz vielfältig wissenschaftlich belegt sind. Mhm. Aber es ist schon interessant, die Frage, ob es nur eine Reaktion auf einen Reiz ist oder ob irgendwie was sozusagen mehr damit einhergeht, ein Denken, ein Wollen, ein Entscheiden sogar. Also bei Ameisen fand ich das so interessant zu erfahren, dass die, wenn eine Ameise tot ist, wird die aus dem Ameisennest getragen. Ich glaube, dann hatten einige gedacht, wow, die haben ein Verständnis für Tod und für Endlichkeit und so weiter. Aber dann hat man, glaube ich, herausgefunden, das ist nur, weil die in so eine Säure absondern, wenn die sterben. Und man kann auch eine lebendige Ameise mit dieser Säure bestreichen und die wird aus dem Nest getragen. Die wird genauso ausgeschafft. Ja, deswegen ist das sicherlich kein Beleg dafür, dass Ameisen einen Begriff vom Tod haben. Allerdings, wenn dann so Dinge vorkommen wie zum Beispiel Trauer, Schmerz bezüglich des Verlusts, dann würde man eher davon sprechen, dass hier ein Verständnis von Tod vorliegt. Bei welchen Tieren beobachtet man das? Ja, gut. Ein oft gewähltes Beispiel, das mir nicht so glücklich scheint, ist, dass viele Menschenaffen, Mütter, ihre toten Kinder lange mit sich tragen und die also schon fast halb verwest sein müssen, bis sie endlich fahren lassen. Und dass die Gruppe dieses Verhalten, das sie sonst nicht tolerieren würde, in dem Fall toleriert. Aber mir scheint das kein besonders gutes Beispiel zu sein, denn irgendwie Muttertier verhält sich ja hier in einer Weise, die eher andeutet, dass sie nicht gemerkt hat, dass dieses Kind von ihr jetzt für immer verloren ist, ja? dass es nicht mehr zum Leben zurückkommt. Also für ein Verständnis der Trennungslinie zwischen dem, was lebt und dem, was endgültig tot ist, taugt das meines Erachtens nicht. Aber beeindruckender ist, dass zum Beispiel Elefanten alljährlich Stätten besuchen, auf denen sich Gebeine
von Gruppen, von verstorbenen Gruppenmitgliedern befinden. Ja? Sehr interessant. Und die mit ihren Rüsseln, das ist ihr Tentakel, ja, der für sie auch viel wichtiger ist als für uns die Nase, mit dem betasten sie dann diese Gebeine. Wissen diese Elefanten auch, dass sie selbst irgendwann sterben werden? Das wage ich zu bezweifeln bei Elefanten. Also eins ist ganz klar, Tiere können Todesängste ausstehen, also wenn sie unmittelbar bedroht werden. Also Schweine, die zur Schlachtung getrieben werden, die sind in Todesangst. Ob die Schweine dann, wenn sie in der Absperrung der Biobäuerin fröhlich irgendwas graben, ob die dann an ihren zukünftigen Tod denken, das wage ich zu bezweifeln. Ja, also es besteht ja ein Unterschied zwischen Todesangst und dem Wissen um den eigenen Tod. Genau. Und dafür gibt es, soweit ich weiß, nur anekdotische Belege. Es ist halt wieder schwierig, wie man das am Verhalten zeigen möchte, oder weiß ich ja nicht, man kann sie ja nicht fragen, die Tiere. Absolut. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass der interessanteste Beleg für ein Wissen um die eigene Sterblichkeit von einem Gorilla namens Coco stammt, Gorilla-Weibchen namens Coco stammt, die Zeichensprache gelernt hat. Mhm. Und, so lautet die Anekdote, man hat sie gefragt, wohin gehen Tiere, wenn sie tot sind? Und er hat dann gesagt, per Zeichensprache, ein bequemes Loch. Und dann hat er eine Geste gemacht, die so nach Abschiedskuss aussieht. Oh. Da könnte man sagen, wenn das verhebe wird, ja, dann könnte man vielleicht sagen, dass hier Coco auch ein Bewusstsein davon manifestiert, dass es mit ihr selber auch zu Ende gehen wird. Klar, wir müssen das ein bisschen erläutern. Lassen Sie uns da bleiben bei dieser Sprache. Es gibt nämlich noch einen anderen Affen, einen Zwergschimpansen, einen Bonobo namens Kanzi. Ich glaube, das war der erste Menschenaffe, der dann auch eine Sprache gelernt hat. Also der versteht Englisch, kann man sagen. 5000 Wörter, kann selbst mit einer Symbolsprache, auf die er tippen kann, glaube ich, 500 Zeichen oder Wörter irgendwie artikulieren. Wie kam es eigentlich dazu, dass dieser Affe das gelernt hat? Ja, also Kanzi ist natürlich ein Musterschüler von Sue Savage Rumbo, die sich sehr um ihn bemüht hat. Und er hat, so jedenfalls die kolportierte Geschichte, das von selbst erlernt, als er den vergeblichen Versuchen seiner Mutter, das beizubringen, zugeschaut hat. Und diese Lexigramme sind insofern sehr interessant. Die haben keinerlei visuelle Ähnlichkeit mit dem, was sie bezeichnen. Die sind also so wie menschliche Wörter, nicht über eine Ähnlichkeit mit dem verbunden, was sie bezeichnen, sondern durch das, was man vielleicht Konvention nennt. Also das Zeichen für einen Baum sieht nicht aus wie ein Baum, sondern wie irgendwas anderes. So. Mhm. Sieht nach, vielleicht, wenn ich mir jetzt Baum vorstelle, könnte ich mir vielleicht gerade noch vorstellen, es sieht aus wie ein Skistiefel, den man so... aber ja, also es besteht jedenfalls keine visuelle Ähnlichkeit. Es handelt sich hier nicht um das, was man ikonische Zeichen nennt. Also ikonische Zeichen zum Beispiel das Fluchtsignal, das hier wie in jedem Studio angebracht ist. Da besteht schon eine ikonische Ähnlichkeit zwischen der rennenden Figur, die abgebildet ist, und der Tätigkeit, die hier angedeutet wird. Aber das ist bei Menschen eher die Ausnahme. Die meisten unserer Zeichen sind mit dem, was sie bezeichnen, mehr oder weniger willkürlich verbunden. Das ist ja schon interessant. Es gibt auch andere Tiere, etwa ein Border Collie namens Rico, der irgendwie mehrere Wörter konnte, dann ein Graupapagei namens Alex, und auch Delfine, habe ich gelesen, geben sich selbst Namen, also rufen sich beim Namen. Können Tiere das lernen, solche Sprachen? Ich meine, dieser Kanzi, der wurde ja mit Menschen aufgezogen, natürlich. Andere Bonobos, die einfach irgendwie im Urwald sind, im natürlichen Habitat, lernen das natürlich nicht. Aber das Potenzial scheint da zu sein.
Das ist richtig. Aber ich meine, wir haben ja auch das Potenzial, zum Mond zu fliegen. Ja? Deswegen würde man trotzdem nicht sagen, dass eine Raumfahrt zum Mond so zum allgemeinen menschlichen Natur gehört. Viel eher gehört zu unserer Natur, dass wir die Art von Technologie entwickeln können, die uns das ermöglicht. Also ich finde den Vergleich mit Bonobos in freier Wildbahn schon interessant. Denn die können natürlich keine lexikalische Sprache. Aber sie verständigen sich schon mittels Gesten und mittels Lauten. Und das Repertoire ist aber gerade, was die Laute anbelangt, relativ beschränkt. Also die Ausdrucksmöglichkeiten sind sehr beschränkt. Aber das ist ja bei den meisten Tieren so, glaube ich. Sie kommunizieren sehr feinsinnig, feinfühlig. Aber wahrscheinlich würden Sie nicht sagen, dass Tiere eine Sprache haben. Also nehmen wir mal die Delfine. Die kommunizieren insofern sehr feingradig, als sie ihre Identität über diese Signale kundtun. Ja? Also sie zeigen sich wechselseitig, wer jetzt hier angeschwommen kommt. Aber ob die in der freien Wildbahn damit irgendwelche Sachverhalte ausdrücken, das ist überhaupt nicht gesagt. Ja? Was bei den meisten Tieren fehlt, also um es mal ganz milde zu sagen, ist das, was Linguistinnen besonders bewegt, nämlich die Syntax. Also in menschlichen Sprachen, da haben wir eine beschränkte Anzahl von Elementen, nennen wir sie mal Wörter. Die können wir aber gemäß von Regeln zu einer unbeschränkten Anzahl von Kombinationen verknüpfen. Ja? Wir können aus einem beschränkten Lexikon, wie man das nennt, eine unbeschränkte Anzahl von Sätzen bilden. Mhm. Und diese Sätze unterscheiden sich in ihrer Bedeutung. Also Maria küsst Roberta hat eine andere Bedeutung als Roberta küsst Maria, hat eine andere Bedeutung als Roberta sieht Maria. Und wir können das dann auch noch modifizieren. Maria küsst Roberta leidenschaftlich im Garten um Mitternacht etc. Und diese Möglichkeit, eine unbeschränkte Anzahl von Sätzen zu bilden, die finden wir bei keinem nichtmenschlichen Tier. Mhm. Obwohl, wenn ich irgendwie, jetzt seit einigen Wochen hört man wieder die Vögel zwitschern, am Morgen früh, wenn man das Fenster aufmacht, das ist keine Sprache, obwohl die ziemlich komplex ist und auch aus unterschiedlichen Mustern besteht. Das ist ein interessanter Fall. Vögel, die schneiden, was so diese syntaktischen Fähigkeiten anbelangt, also die Fähigkeit, Elemente zu kombinieren, sehr gut ab. Aber ich glaube nicht, dass es Hinweise darauf gibt, dass sie dadurch auch unterschiedliche Sachverhalte ausdrücken. Die annoncieren wiederum ihre Identität oder sie locken zum Beispiel Geschlechtspartner an. Aber es ist nicht so, dass sie sich dadurch Informationen über das vermitteln, was vorgeht, mit der Ausnahme von bestimmten Warnrufen zum Beispiel. Ja. Da kann man das feststellen. Es gibt doch als Beispiel von Tieren, ich weiß nicht, ob das Erdmännchen sind, die unterschiedliche Warnrufe haben für unterschiedliche Feinde, die kommen. Ja, das gibt es bei Ja, pardon? Ja, das wäre dann schon eine Form von Kommunikation, wo man sozusagen ein Sachverhalt, nämlich Achtung, ein Adler greift uns an, kommuniziert. Das ist völlig richtig. Also das hat man zum Beispiel hier in Zürich bei Erdmännchen nachgewiesen, aber schon früher wusste man das von grünen Meerkatzen. Also es gibt einen Warnruf für Leoparden, einen anderen für Adler, einen dritten für Schlangen. Und nicht nur produzieren diese Meerkatzen diese Warnrufe sozusagen mit der Absicht, andere zu warnen, sondern die anderen reagieren dann auch auf die Warnrufe gemäß der Situation. Also die Warnrufe beziehen sich auf eine bestimmte Situation, Leopard naht sich, aber auch die Empfänger des Signals reagieren dann auf bestimmte Weise. Bei Leoparden steigen sie auf einen Baum, bei Adlern verstecken sie sich in einem Busch, bei Schlangen richten sie sich auf und schauen im Gras, wo denn die Schlange ist. Und die Möglichkeit der Täuschung gibt es dann natürlich auch.
Jawohl, dieses täuschende Signalisieren, das ist nicht besonders gut erforscht. Es gibt viele Anekdoten, aber es gibt auch zum Beispiel unter Pavianen Beispiele dafür, dass Exemplare, die von einem stärkeren Exemplar verfolgt werden, dann einen Warnruf ausstoßen, dass der Verfolger schaut schnell, welche Gefahr hier lauert, und dann verschwindet der Flüchtling. Aber es ist nicht besonders gut erforscht, und vor allem muss man da aufpassen, es lässt sich aus diesen Befunden alleine nicht ableiten, dass das flüchtende Tier sich denkt, ah, das Alpha-Männchen möchte mich verprügeln, das Alpha-Männchen weiß, wo ich hinrenne, ich habe jetzt die Möglichkeit, das Alpha-Männchen abzulenken, indem ich seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richte. Das ist wieder diese Sprechblasenkonzeption. Das wäre eine Überinterpretation, würden Sie sagen, oder Vermenschlichung, was da vor sich geht. Genau. Zu viel zugemutet. Also das, was ich die Sprech- oder Denkblasenkonzeption genannt habe, ist meines Erachtens eine Vermenschlichung von Tieren. Weil sozusagen man kann dieses Verhalten auch einfacher erklären. Absolut. Also man dass er gelernt hat, wenn er diesen Schrei ausstößt, dann dreht sich der andere um und genau. Kann abhauen. So kann ich, also ich würde das mal für mich am akkuratesten beschreiben. Was sich daraus ergibt, ist, dass dieses Exemplar, das flüchtende Exemplar, gelernt hat, dass es diese Möglichkeit gibt, andere abzulenken. Okay. Und das, dabei würde ich es zunächst mal belassen. Natürlich, hier müsste man wirklich noch weitere Versuche machen. Es ist halt nur sehr schwer, solche Versuche in der Wildbahn durchzuführen, wobei wir immer besser darin werden. Aber ich meine, diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, die zeichnet uns Menschen ja irgendwie auch aus. Aber es gibt doch auch Hinweise, dass das bei Tieren auch da ist. Also das gibt es nicht auch Versuche, die das zeigen, sozusagen, dass man wie die Position ändert und sozusagen kurz in die andere Rolle schlüpft, um dann eine Aktion auszuführen? Es gibt bei Tieren nachgewiesenermaßen das, was man Empathie nennt, oder auch Emotional Contagion, dass nämlich die Emotionen und Gefühle eines Gegenübers sich einem selber aufs Gemüt schlagen, wie man sagen könnte. Mhm. Oder auch das kann man sehr schön bei Menschenaffen zeigen, der Umstand, dass Gähnen ansteckend ist. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt hier die Zuschauerinnen nicht anstecken. Wir müssen es nicht vorzeigen. Aber dass das übertragbar ist. Aber der bloße Umstand, dass es sozusagen man nennt das ja auch Contagion, das ist also wie eine Ansteckung. Das beinhaltet natürlich noch nicht, dass ich explizite Ideen darüber habe, was im anderen vor sich geht. Aber gibt es nicht auch Versuche oder irgendwie Beobachtungen, die zeigen, dass Vögel Futter vergraben und bemerken, dass sie beobachtet werden von anderen Vögeln? Und sobald der andere weg ist, nehmen sie das Futter wieder raus und vergraben es an einer anderen Stelle. Das ist eine der vielen wunderbaren Dinge, die Krähen tun können. Und wiederum kann man sagen, die Krähen wissen, wo andere hinschauen. Ja, die wissen, wo andere hinschauen. Daraus folgt noch nicht, dass sie wissen, was andere sehen. Nun gibt es auch relativ ausgeklügelte Versuche, die zeigen sollen, dass das bei Schimpansen zumindest auch klar ist, nicht nur, wo die hinschauen, sondern auch, was sie sehen oder gesehen haben. Da arbeitet man dann mit Verdeckungen, ja. Also obwohl du in dem Moment das nicht sehen kannst, weiß ich, was du vorher gesehen hast, und deswegen verhalte ich mich auf andere Weise. Ich denke, für mich ist das überzeugend, aber auch da gibt es noch Skeptiker, die sagen, auch Schimpansen wissen zwar, wo Artgenossen hinschauen, das ist ja beobachtbar, aber sie wissen deswegen noch nicht, was andere sehen oder gesehen haben. Aber wie gesagt, ich bin in der Beziehung kulant. Ich würde sagen, es gibt Hinweise nicht nur dafür, dass Menschenaffen zum Beispiel wissen, was andere sehen. Es gibt auch Hinweise dafür, dass sie verstehen, dass andere falsche Überzeugungen haben. Es gibt bei Menschen diese
berühmten False Belief Tasks. Also wann entwickeln menschliche Kinder die Fähigkeit festzustellen, dass das, was sie wissen, sich von dem unterscheiden kann, was andere glauben. Mhm. Ja, Gibt es dieses berühmte Hütchenspiel? Ja, genau. Also wenn zum Beispiel ein Kind schaut zu, wie eine Schokolade unter einem Becher versteckt wird, ja, jetzt nennen wir ihn Max, so heißt er im ursprünglichen Versuch, Max sieht, dass die Schokolade links versteckt wurde. Dann verlässt Max das Zimmer und die Experimentatorin oder jemand anders nimmt die Schokolade und tut sie unter den rechten Becher. Und dann werden die Kinder gefragt, wenn Max jetzt wieder zurückkommt, wo wird er nach der Schokolade suchen? Mhm. Ja. Und bis ungefähr im Alter von 4 Jahren sagen sie, er wird im linken Becher suchen. Denn, Entschuldigung, Nein, er wird im rechten, Entschuldigung, genau. ich bin auch verwirrt. Unter 4 Jahren. Er wird im rechten Becher suchen, denn die Kinder wissen ja, da ist die Schokolade tatsächlich. Mhm. Erst ab 4 sagen sie dann ja, Max wird unter dem linken Becher suchen, weil er ja fälschlicherweise der Überzeugung ist, dass die Schokolade unter dem linken Becher ist. Diesen Versuch kann man mit Tieren nicht machen, weil man sie nicht fragen kann. So ist es. Man kann aber sogenannte implizite False Belief Tasks mit ihnen durchführen. Man kann zum Beispiel untersuchen, wenn Max jetzt wieder reinkommt oder ein Artgenosse wieder reinkommt, schauen sie dann, zu antizipieren, wohin sich dieser Artgenosse wenden wird, schauen sie dann auf den Becher, unter dem das Futterstück ist, oder schauen Sie auf den Becher, unter dem der Artgenosse das Futterstück zuletzt gesehen hat. Und da lässt sich feststellen, Sie schauen tendenziell eher auf den Becher, unter dem der Artgenosse das Futterstück zuletzt gesehen hat. Sie sind auch offensichtlich überrascht. Sie schauen viel länger hin, wenn der Artgenosse plötzlich doch zum rechten Becher geht. Und diese Tests sind inzwischen doch ziemlich ausgeklügelt und für mich deuten die an, dass zumindest Schimpansen und also andere Menschenaffen, was das Verständnis von dem Unterschied zwischen dem, was jemand glaubt und dem, was jemand weiß, so ungefähr mit 4-Jährigen vergleichbar sind. Ich meine, diese Fähigkeit ist ja ganz zentral auch für die Moral, dass man sich in andere hineinversetzen kann. Das ist eine weite Frage natürlich. Gibt es so etwas wie Moral bei Tieren oder Altruismus? Und auch da gibt es viele Studien dazu. Vielleicht können Sie kurz sagen, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Also man weiß seit langem, dass es altruistisches Verhalten bei Tieren gibt. Also ein Exemplar vollzieht eine Handlung, die ihm selber nicht nützt, aber einem Artgenossen. Ja. Nun ist es aber so, dass diese altruistischen Verhaltensweisen sich zumindest im Allgemeinen auf 2 Fälle beschränken. Nämlich, wenn es sich um den Empfänger der Wohltat, wenn es sich dabei um einen Verwandten handelt. Mhm. Ja, das nennt man Kinship Altruism oder Verwandtschaftsaltruismus. Bei Menschen würde man das vielleicht auch Nepotismus nennen. Ja, also wir aus evolutionstheoretischen Gründen favorisieren wir unsere Verwandten in bestimmten Verhaltensweisen. Das ist also Kinship Altruism, hat mit dem moralisch aufgeladenen Begriff von Altruismus nichts zu tun. Also unter Menschen gilt das manchmal auch als verwerflich. Also Nepotismus ist nichts, was wir besonders schätzen. Weil das parteiisch ist, natürlich. Ja, natürlich. Also wir nicht etwa, weil es ein Individuum besonders verdient hat, sondern ganz einfach, weil er Mike Spanley ist. Ja, aber trotzdem, also es ist selbstlos in der Hinsicht, dass man nicht jetzt gerade etwas zurückbekommt von diesem Individuum, sondern man hilft ihm einfach. Das ist richtig. Die andere Form von Altruismus, die auch also sehr dokumentiert ist, ist dieser reziproke Altruismus, also dieses wie du mir, so ich dir.
Ich kraule dich und erwarte dann, dass du mich auch mal irgendwann mal kraulst. Also diese zwei Formen von Altruismus hat man nachgewiesen. Was man nicht so sehr nachgewiesen hat, ist ein Altruismus aus Motiven heraus, die jetzt nun wirklich nur daraus entstehen, dass man sagt, das tut dem anderen gut. Mhm. Ja. Mhm. Ein interessantes Experiment, das ziemlich eindrücklich ist, wurde mit Kapuzineraffen gemacht, und zwar vom niederländischen Primatenforscher Frans de Waal. Und das soll zeigen, dass Tiere sogar so etwas wie ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Wir schauen mal kurz rein. Wir sehen hier zwei Kapuzineraffen in getrennten Käfigen, und die haben eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich die müssen einen Stein nehmen von der Versuchsleiterin und den wieder nach draußen geben und kriegen dann eine Belohnung. Nur kriegen die nicht dieselbe Belohnung. Also der Affe links bekommt jeweils eine Gurke als Belohnung. Und Gurken schmecken für diese Affen, wie man sieht, leider nicht so gut wie Trauben. Und der Affe rechts bekommt Trauben und der kann es kaum glauben. Der linke Kapuzineraffe. Und er testet das jetzt nochmal. Er macht nochmal diese Aufgabe, schaut, ob er was falsch gemacht hat, testet den Stein sogar an der Wand, gibt ihn wieder nach draußen und ist gespannt. Und wieder nur eine Gurke. Und jetzt brennt er natürlich durch. Also unglaublich eindrücklich. Echt so ein Protest gegen Unfaires behandelt werden. Ja, das ist so ein bisschen wie die Wall Street, Anti-Wall Street-Bewegung. Was diese Versuchsanordnung schön zeigt, ist, dass es bei diesen Kapuzineraffen eine Abneigung gegen Ungleichbehandlung gibt. Mhm. Ja. Nun würden manche sagen, das zeigt, dass sie einen Sinn für Fairness oder einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Das zeigt jetzt diese Versuchsanordnung nicht. Warum nicht? Weil die Abneigung, die dort manifestiert wird von dem Exemplar auf der linken Seite, die ist ja egozentrisch. Ich ärgere mich entsetzlich darüber, dass ich weniger bekomme als der andere. Mhm. Aber wenn der andere weniger bekommt als ich, dann juckt mich das überhaupt nicht. Das kennen wir natürlich auch bei Menschen. Ja. Es gibt Leute, die regen sich fürchterlich auf, wenn ihnen die Rente nicht ausbezahlt wird, aber nicht so sehr, wenn anderen die Rente nicht ausbezahlt wird. Aber menschliche Gemeinschaften sind meines Erachtens nur möglich, weil wir auch anderen gegenüber einen Sinn für Fairness haben. Und gibt es Versuche bei Tieren? Ja, genau dieselbe Versuchsanordnung. Der Käfig ist etwas größer, weil wir haben es mit Schimpansen zu tun. Und da gibt es Versuche, die belegen sollen, dass unter Schimpansen oft das bevorzugte Exemplar auf der rechten Seite die Traube nicht isst, wenn das benachteiligte Exemplar auf der linken Seite nur Gurken bekommt. Bei Schimpansen. Jetzt sind diese Befunde, ich würde sagen, nicht völlig überzeugend, aber es besteht wohl schon hier eine Tendenz, und man kann hier durchaus von Wurzeln des menschlichen Altruismus und der menschlichen Ablehnung von Ungleichheit sprechen. Die ist nämlich nicht nur egozentrisch, sondern, wie man in der Fachsprache sagt, allozentrisch. Die richtet sich auch auf andere. Das ist ja schon interessant. Also wir finden bei gewissen Tieren das ganze Spektrum von reinem Schmerzempfinden über kreative Problemlösungskompetenz, über Werkzeuggebrauch, sogar Perspektivenübernahme bis zu diesem Fairness-Empfinden, bis zu echtem Altruismus. Die Frage ist jetzt, was folgt daraus für unsere Praxis, für unser Verhalten, unseren Umgang mit Tieren? Hat diese Disziplin, in der Sie unterwegs sind, sozusagen den Geist der Tiere zu untersuchen, irgendwelche Folgen oder Konsequenzen für unser Handeln? Das denke ich schon. Also die offensichtlichsten Konsequenzen sind natürlich ethischer Natur. Mhm. Die betreffen die Art und Weise, wie wir Tiere behandeln. Allerdings ist der Zusammenhang nicht ganz einfach. Es gibt in der Moralphilosophie eine Position, die nennt sich Kontraktualismus. Der zufolge beruht die Moral auf einem
vielleicht nicht explizit ausgesprochenen Vertrag zwischen Gleichwertigen. Ja, also moralische Verpflichtungen ihnen gegenüber habe ich nur, weil wir sozusagen Teil einer Gemeinschaft sind, die durch einen impliziten Vertrag sich wechselseitig verpflichtet fühlt. Wenn der Kontraktualismus richtig wäre, dann hätten wir moralische Verantwortung nur gegenüber denjenigen Tieren, die selber auch uns moralisch behandeln. Ja? Dann würde daraus zum Beispiel folgen, ja, wir haben moralische Verpflichtungen gegen Schimpansen, aber nicht gegenüber Kapuzineraffen. Auch nicht gegenüber Schweinen und Kühen und so weiter. Genau. Ich halte den Kontraktualismus für falsch. Und ich denke, wir müssen streng unterscheiden zwischen der Frage, ob Tiere Subjekte moralischen Denkens sind, ja, also selber moralische Urteile und moralische Einstellungen haben, und Objekten moralischen Denkens, also denen wir etwas schulden. Und da, denke ich, sind die Implikationen genauso wichtig, aber weniger einfach. Aber nehmen wir zum Beispiel mal, wir haben die Kapuzineräffchen, die haben also nur egozentrische Abneigung gegenüber Ungleichheit. Aber diese egozentrische Ablehnung müssen wir natürlich respektieren. Ja? Also für mich ist dieses Experiment, selbst wenn es kein moralisches Denken auf Seiten der Kapuzineraffen nachweist, ein Argument dafür, Kapuzineraffen fair zu behandeln. Also ihnen nicht für gleiche Leistung unterschiedliche Belohnungen zu verabreichen. Das wäre für mich also eine Schlussfolgerung. Und man sieht es ja schön hier, wie hier bestimmte moralphilosophische Überlegungen mit bestimmten Einsichten in die Fähigkeiten und aber auch Grenzen von Tieren einhergehen. Ich meine, es gibt noch eine berühmte Position des Philosophen Jeremy Bentham, der gesagt hat, es ist überhaupt nicht relevant, ob Tiere denken können, wie klug die sind, für die Frage, wie wir sie behandeln sollen, sondern rein die Tatsache, ob sie leiden können, ob sie Schmerzen empfinden können. Also dann wäre der Zusammenhang sehr lose. Man müsste gar nicht sozusagen ganz viel herausfinden über diese Tiere und wie klug sie sind, sondern man hat auch sonst schon Grund genug, sie moralisch anständig zu behandeln. Ich denke, dass Bentham nur zum Teil recht hat. Ja, der Umstand, dass die meisten Tiere Schmerzen empfinden können, der verpflichtet uns zu einem bestimmten Verhalten. Denn es ist einfach unmoralisch, ohne sehr guten Grund Schmerzen zuzufügen. Aber die Frage, ob Tiere vielleicht auch mehr können als nur Schmerzen empfinden, ist trotzdem relevant. Wenn Tiere zum Beispiel, wie ich meine, auch denken können, wenn sie Absichten haben können und Wünsche, und zwar nicht nur Absichten und Wünsche, das Hier und Jetzt betreffend, sondern auch die Zukunft betreffend, dann haben wir auch eine Verpflichtung, diese Absichten und Wünsche zu respektieren. Also es mag natürlich Gründe geben, um in einer bestimmten Situation über das hinwegzugehen, was ein Haustier zum Beispiel will, wenn man es zum Beispiel wäscht oder zum Tierarzt bringt. Aber dafür braucht man dann Gründe. Ansonsten wäre es vielleicht auf ganz tiefer Stufe, aber wäre es ethisch falsch, ja, Tieren irgendetwas aufzuzwingen. Denjenigen Tieren, die nicht nur empfinden können, sondern auch Wünsche und Absichten haben. Und wenn, und da kommen wir wieder auf den Tod zurück, man kommt immer wieder auf den Tod zurück, wenn jetzt Tiere nicht nur Wünsche und Absichten bezüglich der Gegenwart oder der mittelbaren Zukunft haben, sondern auch für ihr gesamtes Leben, was ich für strittig halte, dann würde das bedeuten, dass wir kein Recht haben, Tiere zu töten. Selbst dann nicht, wenn diese Tötung völlig schmerzlos erfolgen könnte. Also wenn sozusagen ein Menschenaffe Pläne für die Zukunft seiner Kinder hat, dann wäre es völlig unangemessen. Auch das ist natürlich ein umstrittener Punkt, da könnte man jetzt noch lange debattieren. Ich möchte mit Ihnen noch mal zurück zum Anfang oder zum Titel dieser Sendung, also Tiere verstehen, aber wie? Das heißt, die Tiere verstehen ihre Welt, aber die Frage ist auch, wie wir Tiere
verstehen können. Und Sie sind ein großer Spezialist, was Wittgenstein angeht, den österreichischen Philosophen, den Sie schon erwähnt haben. Und von Wittgenstein gibt es ja den ziemlich rätselhaften Satz, der lautet, wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. Mhm. Vielleicht mögen Sie diesen Satz noch erläutern. Ja, ich glaube, was Wittgenstein sicher nicht im Sinn hatte, ist ein Löwe, der uns begegnet und der dann vielleicht mit sehr rauer Stimme von sich gibt, ich hatte gerade eine Antilope, an dir bin ich nicht interessiert. Sondern was er im Sinn hatte, ist, es gibt ja unter Löwen nun auch ausgeprägte Kommunikationsmechanismen, ob man sie jetzt Sprache nennt oder nicht, halte ich für weniger wichtig. Mhm. Und wenn wir können diese Kommunikationssysteme feststellen, wir können auch sehen, dass diese bestimmte Signale, das müssen nicht, die müssen nicht akustische Natur sein, das kann auch Körperhaltung sein oder wo geht die Löwin bei der Jagd hin, wo geht der Löwe bei der Jagd hin, der Schwanz wird auf bestimmte Weise gewedelt. Wir würden das auch dann nicht verstehen, wenn wir über diese Signale Bescheid wüssten. Weil uns die Lebensform von Löwen so fremd ist. Ja. Also wir wissen nicht, warum er das tut. Oder wir wissen genau, ja, ja. Wir wissen nicht, warum er das tut. Also ich glaube persönlich, dass hier Wittgenstein vielleicht auch dieser Denkblasenkonzeption zum Opfer gefallen ist. Wir können keine Denkblase schaffen, aber wir können doch über das, was jetzt zum Beispiel eine bestimmte Schwanzbewegung oder eine bestimmte Körperhaltung oder auch eine bestimmte Modulation akustische Modulation für die Löwin oder den Löwen bedeuten, doch, ich würde fast sagen, beliebig viel herausfinden. Mhm. Das ist übrigens eine der Dinge, die wir in einem nationalen Forschungsschwerpunkt im Moment versuchen zu erreichen. Über die Evolution der Sprache, genau. Ja. Wie es dazu gekommen ist, dass wir so solche komplizierten Sätze bilden können, die Sie jetzt da in dieser Sendung von sich geben. Eine letzte kurze Frage. Wenn Sie für eine Woche ein Tier sein könnten, Herr Glock, was wäre das für ein Tier? Delfin. Warum? Ich schwimme sehr gerne und sehr schlecht, wie die Leute im ASVZ bestätigen können. aber ich würde gerne besser schwimmen. Und Delfine sind hochintelligent, sie sind neugierig, sie schwimmen wunderbar, nicht nur Delfin. Ich würde mir das sehr interessant vorstellen, auf einen Schwarm von Fischen zusammen mit den Gspähen die Jagd zu machen. Dann können Sie uns danach berichten, wie es ist, ein Delfin zu sein. Oder eben nicht. Ich glaube nicht, sondern ich glaube, man muss sich klar machen, was wir da herausfinden, ist nur, wie wäre es für uns, sich in einer Umgebung zu bewegen, in der sich Tiere bewegen. Und ich glaube, das ist auch letztlich die Botschaft von diesem Film Mein Lehrer, der Krake. Herr Glock, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in den Geist der Tiere. Danke. Ich bedanke mich. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Bald ist es schon 10 Jahre her, da wurden wir Zeugen der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Welche Folgen dieses Ereignis bis heute hat und wie wir aus ethischer Perspektive mit Risiken umgehen sollen, darüber rede ich nächste Woche mit der Philosophin und Physikerin Raffaela Hillebrand. Und falls Sie den Film Singen gegen Lukaschenko noch nicht gesehen haben, dann bleiben Sie dran. Er nimmt Sie mit nach Belarus und porträtiert den Freien Chor von Minsk, dessen Mitglieder immer wieder gegen das repressive Regime von Lukaschenko ansingen und dabei ihr Leben riskieren. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.